Willkommen zu diesem KDE Tipps und Tricks Screencast. Und in diesem Screencast möchte ich euch zeigen, wie ihr effektvoll mit Effekten unter KDE arbeiten könnt. Und das klappt wunderbar mit der Bildschirmrandsteuerung, die KDE einem bietet. So kann ich zum Beispiel nach oben links gehen und kriege eine Übersicht aller meiner Arbeitsflächen plus aller geöffneten Fenster und kann direkt zu einem speziellen Fenster zum Beispiel springen und das dann maximieren bzw. markieren und in den Vordergrund bringen. Um das einzustellen, gehen wir mal in die KDE Systemeinstellungen und wählen hier unter Verhalten der Arbeitsfläche die Bildschirmränder aus und haben die Möglichkeit, hier Bildschirmränder zu konfigurieren. Ihr seht, ich habe schon zwei konfiguriert, oben links und unten rechts. Wenn ich jetzt mal nach unten rechts gehe, seht ihr, oder ich kann nochmal draufklicken, wird Arbeitsfläche anzeigen, habe ich da konfiguriert. Wenn ich dann da unten rechts hingehe, seht ihr, werden die Fenster minimiert und es wird eben meine Arbeitsfläche angezeigt. Ich kann nochmal nach unten rechts gehen, wird das Fenster wieder maximiert. Es gibt weitere Einstellungsmöglichkeiten, so kann ich hier für oben rechts zum Beispiel noch einstellen, dass ich jetzt Fenster zeigen möchte, alle Arbeitsflächen. Es würde dann so aussehen, kriege ich alle Fenster, egal auf welche Arbeitsfläche, angezeigt und kann dann zu diesen Fenstern wechseln, wenn ich möchte. Also eine sehr, sehr gute, sehr, sehr nette Funktion, die es mir ermöglicht, sehr, sehr schnell zu navigieren in meinem System, indem ich halt sowas hier benutzen kann oder sowas hier benutzen kann. Und das funktioniert wunderbar mit eben diesen KDE-Effekten, die ermöglichen mir sehr, sehr schnelles Wechseln zwischen Fenstern. Es gibt dann auch die Möglichkeit, hier Fenster durch Ziehen zum oberen Bildschirmrand zu maximieren. Das kann ich euch mal zeigen, indem ich dieses Fenster zum Beispiel nach oben schiebe. Dann seht ihr, wird dieser Bereich jetzt markiert und wenn man sich los, wird in diesem Bereich eben maximiert. Entmaximieren geht auch so einfach, einfach runterziehen, dann kriege ich wieder die ursprüngliche Größe dieses Fensters. Dann gibt es noch eine interessante Option, Fenster durchziehen zum seitlichen Bildschirmrand anordnen. Das kann ich auch mal zeigen. Ich gehe mal hier auf die andere Oberfläche. Jetzt habe ich hier ein paar Fenster, das ist ein bisschen ungeordnet und ich will die so ein bisschen anordnen, so dass ich zum Beispiel dieses Conqueror-Fenster und dieses Conqueror-Fenster nebeneinander habe. Ich ziehe es einfach nach links hin, dann wird wieder ein kleiner Bereich mir zum Maximieren angeboten. Das ist perfekt, genauso wie ich es habe. Ich kann es nach rechts ziehen. Wird mir auch ein Bereich angeboten und dann habe ich jetzt beide Fenster nebeneinander. Besonders nützlich gerade auch für Dateimanager, wenn man da Dateien hin und her schieben möchte. Falls man noch ein drittes Fenster hat, wie in meinem Fall das Terminalfenster, kann ich das auch noch hinzu einordnen, indem ich das linke Fenster links oben zum Beispiel anordne und das Terminalfenster links unten. Das klappt ab KDE 4.6 auch wunderbar und habe ich jetzt drei Fenster nebeneinander, kann zum Beispiel dieses Bild hier reinschieben und habe ich jetzt die URL hier in meiner Konsole, falls ich das Bild runterladen möchte oder irgendwie sowas per WeGet oder sowas. Das ist also eine nette Funktion, wenn ich es hier rausschiebe, erhält es natürlich auch wieder die ursprüngliche Größe, die wird natürlich gespeichert, das klappt also auch alles ohne großartige Probleme, eine sehr, sehr nette Sache. Was passiert jetzt, wenn ich dieses Fenster rüberschieben möchte auf eine andere Oberfläche? Ich kann natürlich hier in das Kontextmenü reingehen und sagen, auf Arbeitsfläche 3 oder 4 verschieben. Ich kann es aber auch nehmen und einfach runterschieben auf meine Arbeitsfläche 4 und dann nach links schieben, einfach über diesen Markierungsbereich herausschieben. Jetzt habe ich es auf Arbeitsfläche 3 geschoben. Klappt ohne große Probleme. Dass es aus dem Grund klappt, ist, weil hier bei Rand für Arbeitsflächenwechsel nur beim Verschieben aktiviert ist. Das heißt, wenn ich ein Fenster verschieben möchte, kann ich eben zwischen Arbeitsflächen wechseln. Ich kann aber auch sagen, immer aktiviert. Das würde heißen, wenn ich mit meinem Mauszeiger über den Rand gehe, wechsle ich die Arbeitsfläche. Vielleicht eine nette Funktion für die Leute, die sehr viel mit Arbeitsflächen und mit Dateien arbeiten. Ich persönlich mag das nicht so, gerade wenn man vielleicht ein Bild sich anschaut im Vollbild oder ein Video im Vollbild und dann den Mauszeiger irgendwie zur Seite schieben möchte, kann es mal sein, dass er über den Rand geht und dann zur anderen Arbeitsfläche wechselt. Außerdem, seht ihr, ist auch die Anzahl der Ränder, die er konfigurieren kann, natürlich dann auch dadurch gesunken, dass halt eben diese hier schon in der Mitte schon so konfiguriert sind, dass halt eben die Arbeitsfläche gewechselt wird. Ich kann es auch komplett deaktivieren, falls ich möchte, und natürlich noch die Aktivierungs- und Reaktivierungsverzögerung einstellen. Das sind also so die Einstellungsmöglichkeiten für den Bildschirmrand und für das Wechseln von verschiedenen Fenstern und das Arbeiten mit Effekten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, das war's für diesen kleinen Screencast und bis zum nächsten Mal.